gebracht. Ja! Ja, ja, die Bugs beim Catching-Finisher auf der Wii. Man kriegt eigentlich so gut wie keinen Catching-Finisher hin bei der Wii, außer den RKO oder Superkick funktioniert manchmal. Aber sonst, die buggen alle nur rum. Alle buggen die nur rum. Ach, schön. Die buggen nur rum. Also habt ihr gesehen, er wollte zum Tombstone ansetzen. Aber wurde ja leider nichts. Ab. So, er hat immer noch Finisher. Wer weiß, wie lange noch. Wahrscheinlich die ganze Zeit. Also, nochmal hier. Outen, outen. Ah, wir haben mittlerweile ein Signature, das ist ja nett. Hop, 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 elbow drop. Hop, 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 elbow drop. Hehehehe. So, stand up. Stand up. For the champions, for the champions. Champion. One more time. So, jetzt pin den Scheiß. One, two, three. Jawoll! Booyakasha! Ha, 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 ha. Gewonnen! Hey! Und? Hä, wieso haben wir Cena freigeschaltet? Das macht doch gar keinen Sinn. Aber, ach so, wahrscheinlich, weil er bei SmackDown debütierte und so Mist. Und als nächstes kommt dann Acolyte. Das kann ich nicht aussprechen. Acolytes? Acolytes heißen die so? Gegen Kane und X-Pac. Das ist Bradshaw. Bradshaw? Hä, ist das nicht? Ja, so. Halt, Dings hier. Farouk und Bradshaw, ne? Ja, ja. Okay, das sehen wir dann gleich. Ja. So, ja, für euch war es jetzt nur eine kleine Sekunde oder eine kurze Sekunde. Für mich war es jetzt eine halbe Stunde Pause oder so. Ich musste was essen. Hatte ein bisschen Hunger und immer natürlich weiter. Der Szenario-Hintergrund, den haben wir noch nicht vorgelesen, soweit ich weiß. Und zwar, Bradshaw und Farouk verbündeten sich zu einem der dominantesten Tag-Teams der WWE-Geschichte. The Acolytes. The Acolytes oder so. Sie waren knallhart drauf, nannten sich APA, genau, das hat, APA hatte ich mir nämlich gemerkt, tranken Bier, rauchten Zigaretten und sorgten auf ihrem Weg zum dreimaligen World Tag Team Titelgewinn zwischen 99 und 2001 für eine Menge Unruhe. Dieses Match Highlight zeigte ihren ersten Tag, zeigte ihren ersten Tag Team Championship Sieg. Als Mitglieder der Corporate Ministry besiegten sie die Champions Kane und X-Pac im Championship-Match bei Raw. Mit etwas Hilfe von Shane McMahon sicherten sie sich den Sieg. Gut. Close in from Hell. Gut. Sollte alles so funktionieren. Oh, Stoppuhr. Bleib doch mal an hier. Ob hier auch noch alles so richtig ist. Volume. Hallo? Ja, ist alles richtig. Bereit. Also X-Pack muss erstmal eingewechselt werden. Jo. Also, dann müssen wir ihn erstmal irgendwie dazu bringen, X-Pack einzuwechseln. So, hier. Halt mich fest. Greif ihn an. Mach einen Grapple! Danke. Oh, gerade Tinnitus im Ohr. Scheiße. Jetzt musst du mit X-Pac taggen. Oder auch nicht. Dann machen wir erstmal mit Farouk. Na, komm. So. Gewinnet. Ja, okay. Also. Armdrag auf Stop Rope und okay, vorbeigesprungen, warum auch nicht. Komm her hier, Kane. Mr. Kane. Diese Tag Team Matches, ne? Out of range? Was denn nu? Ein Moment. Was denn nu? Out of range? Ein Moment, Leute.
So, alles wieder in Ordnung. Keine Ahnung, wo da gerade war. Out of range, ey. Was soll das denn heißen? Außer Reichweite? Hau doch mal gar nicht hin. Ist doch alles per Kabel hier verbunden. Oder was soll das heißen? Oder ja, was soll das heißen? Keine Ahnung. So. Counten! Counten! Ab! Hopp! Taunten! Hopp! Taunten meine ich! Komm schon durcheinander. It's close line. Zwar nicht from hell, aber auch okay. Elbow drop? Jawoll! Signature! Damn! Na komm. Hey. Bradshaw bleibt da. Und Gut Branch in den Dominator. Ne, Dominator müsste sein, ne? So ist er der Move. Na komm her hier. Jetzt kann er da bleiben eigentlich. Bleib. Er ist schon rot am Körper. Jawohl, geht taggen. Ist genauso, wie ich das haben wollte. So, also, das jetzt soll es kein Problem mehr darstellen. Wenn wir jetzt alle gucken, Closer from Hell kriegen wir hin. Ist das ein Running Move oder? Wahrscheinlich. Oder auch Grapple Move. Oder ist beides. Naja, es hat er euch das ja schon mal erzählt hier mit Lariat und Ghostline Unterschied. In den letzten paar Parts irgendwann. Weiß ich jetzt nicht mehr, welcher das war. Ups. Ups. Handbrake. Wir haben schon Finish, ja klar. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Er müsste mal reinkommen wieder. Hallo? Fängt aber früher an zu zählen, der Schiri wieder. Jetzt komm her hier. Ja klar, warum nicht? Zack. Oh, der Big Boot ging noch daneben. So, Signature. Fallaway Slam müsste es werden. Jawohl. So, jetzt haben wir... Ich habe zweimal Finisher. Das habe ich auch nicht oft. Buja! Und gleich nochmal. Buja! Und gleich Pin. On. One. Ja! Mhm, klar! Nach zwei Close Line from Hell. Na. Mal halt nochmal. Ja, ja. Hopp. Nochmal. Ich will nochmal die Closer from Hell zeigen. Ich will die andere zeigen. Ich glaube, ein Standing Grapple als Running Grapple hat Ratchet den auch noch. Wenn ich mich an die Movies, an die Clips erinnere von der WWE Games auf dem YouTube Channel. Wenn ich mich da wirklich richtig erinnere. Elbow Drop. Ins Leere! Hopp. Shoulder Tackle. Zack. Russian Leg Sweep! So. Das wird jetzt. Backbreaker! Nochmal Elbow Drop. Gibt bestimmt Leere. Nein, diesmal sitzt er. Das ist doch schön. Wir haben Signature. Jetzt will ich den Big Boot zeigen. Ja! Sag Big Boot. Geht doch. Oh! Komm wieder rein. Ich habe eigentlich gekontert, aber... Oh, er hat versucht, jedenfalls. Nein. Ein Glück. Habe ich den Finisher noch? Nö. Was soll das denn? Ich will den Finisher wieder haben. Ich kann doch nicht so schnell den Finisher verlieren. So, wir haben Signature.
Jetzt aber. Ah ne, ist die Powerbomb. So, jetzt aber. One, two, three. Jawohl, alles geschafft. Jawohl, wir sind Champions. We are... Ups, hab die Musik so laut. Musik war auf 2. Und Amarak TV war 20. Gut. Hoppla. Okay, weiter geht's dann. Wir, oh! Aber wir haben eine Menge freigeschaltet. Ach ne, ach so, bloß die Torresler, also Bradshaw und Farouk. Beziehungsweise Ron Simmons. Cineminis 1, 2, 3. Attires. Jetzt sind wir beim Debüt von Jericho? Oder was? Also auf jeden Fall, Jericho was The Rock, was Road Dogg, ich glaube Jerichos Debüt war The Rock. 99, 26. August. Jericho hinterließ einen bleibenden Eindruck bei den WWE-Fans mit seinem Y2J Millennium Countdown und der verbalen Sparring-Sitzung mit The Rock. Sein Debüt im Ring feierte er bei der Premiere von SmackDown. Ach so? Ja gut, In-Ring-Debüt bei SmackDown halt, aber ansonsten war er, glaube ich, bei Raw. Als er disqualifiziert wurde, weil er Road Dogg mit einer Powerbomb durch einen Tisch schmetterte. Ganz gleich, ob ihn die WWE-Welt liebte oder hasste. Jericho hatte für jeden Anlass einen Spruch parat und seinen Worten ließ Y2J auch immer Taten folgen. Was seine Championship-Siege und seinen Erfolg als erster Undisputed WWE-Champion beweisen. Für den Lion Tamer, jawohl, an Road Dogg aus, führe eine Powerbomb als Finisher aus und schmettere Road Dogg durch einen ganz normalen Tisch um 5 Minuten oder weniger. Na okay. Gut. Probieren wir das Beste. Oder unser Bestes. Dann wird er wieder was. Tisch erst wiederholen. Wie soll ich den Tisch dann hernehmen in einem normalen Match? Außer die haben das natürlich geändert. Beziehungsweise haben da irgendwie Tische platziert. Für mich. Muss mich echt beeilen. Und ich brauche kurzen Dings hier. Du weißt schon. Na, ja, du weißt es. Kurzen Town so. Der ist gut. Der passt genau. So, haben wir hier einen Tisch? Ja, hier ist ein Tisch. Ja, toll, jetzt ist er wieder. Na, warum auch nicht? Aber ich mach erstmal den Lion Tamer und so weiter alles. Hopp! Float over! Neckbreaker! Und hopp! Und hopp! Zack! Oh, Flashback! So, wir haben Signature. Das ist doch schön. Wir hatten eine Powerbomb. Auch als Signature. Ah ne, Triple Powerbomb, okay. Sehr gut. Hopp. So, den Lion Tamer. Super. So, jetzt kann ich das aufhören jetzt. So, dann muss ich ein bisschen schwächen, beziehungsweise jetzt hole ich erstmal den Tisch. Powerbomb, ja klar. Wird er denn hinkriegen? Treffe ich noch niemals. Ach ne, okay, ich weiß. Ich schmeiß ihn. Ich mach das einfach an den Turmbacke. Und dann sollte es funktionieren. Hoffentlich. Ansonsten habe ich ein Problem. Würde ich mal sagen. Zack. So, anlehnen. Ah. Gut, dann auf Finisher arbeiten und dann muss ich ihn irgendwie dahin bringen. Irgendwie, hoffentlich. Was macht denn der Schiri da? Oh Mann! Die Schiri behindert? Ich weiß es nur, die Q, da braucht doch nicht den Tisch wegräumen. Muss ich jetzt wieder normal machen oder was?
Ja, lass mich in Ruhe. Mein Gott. Das finde ich jetzt nicht okay. Wie soll ich das denn machen? Ich habe nur noch 2 Minuten. So, also wir haben jetzt schon mal ein Signature. Das ist doch schon mal schön. Die Triple Powerbomb dauert immer so lange. Dann muss ich ihn auch noch genau treffen mit der Powerbomb auf dem Tisch, ey. Irish Whip. So. So, jetzt Finisher.